Hi und herzlich willkommen zu unserem Videopodcast bei HitDice. Mein Name ist Henry, ich bin heute euer Gastgeber und mit dabei sind Basti, Dustin und unser Special Guest Oscar. Ja, am heutigen Tage beschäftigen wir uns mit dem Zauberspruch Minor Illusions. Basti, könntest du der Tradition folgen und uns einmal den Zauberspruch etwas näher vorlesen? Oh ja, Minor Illusion. You create a sound or an image of an object within range that lasts for the duration. The illusion also ends if you dismiss it as an action or cast the spell again. If you create a sound, its volume can range from a whisper to a scream. It can be your voice, someone else's voice, a lion's roar, a beating of drums, or any other sound you choose. The sound continues unabated throughout the duration, or you can make discrete sounds at different times before the spell ends. If you create an image of an object, such as a chair, muddy footprints, or a small chest, it must be no larger than 5-foot cube. The image can't create sound, light, smell, or any other sensory effect. Physical interaction with the image reveals it to be an illusion, because things can pass through it. If a creature uses its action to exhibit the sound or image, the creature can determine that it is an illusion with a successful intelligence check against your spell save DC. If a creature discerns the illusion for what it is, the illusion becomes faint to the creature. So, erstmal durch, ordentlich, das war ja jetzt etwas längerer Text. Ich finde, sollten wir erstmal kurz mal auseinandernehmen, was das Spell so alles im Ganzen kann. Also im ersten Moment kannst du damit einen Sound erzeugen. Wie wir schon gesagt haben, das kann deine eigene Stimme, wirklich das Gebrüll eines Tieres oder die Stimme eines anderen sein. Und du kannst kannst Objekte erschaffen, die optisch da sind, aber eben halt nicht materiell. Das heißt, du kannst durchlaufen. Es ist halt nur eine Illusion. Ja, und sie können keine sensorischen Effekte, die über das Abbilden hinaus sind, erzeugen. Ja, richtig. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, glaube ich. Ne? Ja, also lässt man zum Beispiel eine Geldbörse erschaffen und da drin sind Goldmünzen oder Münzen, würden die halt keinen Ton abgeben. Gut. Weil da stand die Duration eine Minute, sehe ich da gerade. Ja. Weil da stand jetzt nicht im Text, wie lange, sondern for the duration stand da nur. Ja. Eine Minute lang. Okay, das ist jetzt nicht wirklich so lange. Hm? Nee, aber trotzdem ist der Spell, wie ich finde, schon relativ mächtig. Und deshalb muss man auch wirklich die Einschränkungen vorher machen, dass man eben entweder den somatischen oder die materielle Komponente gibt. Also sprich, entweder Ton oder... Steht ja auch, glaube ich, Ohr, oder? Genau. Ja. Hm. Aber was haben die hier festgelegt? A bit of fleece. Ja, also ein Stück fleece. Okay. So. Ja. Ja. Kann man so machen. Wenn man das so spielen will. Ja, also dabei ist auch die originalgetreue Nachbildung eines oder Statue eines Lebenswesens ist möglich. Aber die Lösung für dieses Objektproblematik, die sich dabei jetzt auch noch bilden kann, zum Beispiel auf Größe und so weiter, das muss alles vorher mit dem DM geklärt werden, auch was für Objekte das sind, weil man darf ja nie vergessen, da kam auch so eine kleine mathematische Diskussion auf, es muss immer noch alles in den 5-Foot-Cube reinpassen. Und dabei, je nachdem, wie man es in dem Raum platziert, können dann natürlich, wenn man zum Beispiel die Seitendiagonale nimmt, sind das in dem Falle knapp 7 Foot, oder wenn man die Diagonale quer durch den Kubus nimmt, dann sind es 8,66 Foot. Also so kann man da auch schon so ein bisschen, wenn man jetzt nicht sagt, dass man zieht nur eine Gerade, also keine Dicke. Ja. Aber also 8,66 bei einem sehr dünnen Gegenstand, weil der darf ja keine Dicke haben sozusagen, genau. Sonst würde er nicht so lang sein dürfen. Aber die etwas über 7, hast du gesagt, ne? Ja. Satz des Pythagoras. 5 Quadrat mal, plus 5 Quadrat gleich... Ungefähr 7, ne? Quadrat. Sehr wichtig für die Mörder-Hobo-Gruppe. Genau. Wir müssen sich das vorher überlegen, können wir das. Aber das heißt, der darf natürlich eine gewisse Dicke haben bei diesen knapp 7. Ja, also Wurzel 50 mathematisch ausgedrückt. Man kriegt eine Tür hin, zum Beispiel, ja. Wenn es keine hohe Tür ist. Genau. Ja, aber
Um das Ganze noch ein bisschen genauer zu besprechen, lassen wir jetzt auch mal Jeremy Crawford zu Wort kommen lassen. Einen der Principal Rule Designer. Guter Typ. Ja, von Dungeons & Dragons, weil der hat mich am 22. Februar 2018 einen Tweet dazu abgesetzt. Der sagt, the minor illusion spell isn't intended to create the image of something moving. It can create the illusion of something inert. Silent image and major images are examples of spells that can create the illusion of flowing water and other moving phenomena. D&D, also... Er sagt im Prinzip drei wichtige Dinge an der Stelle. Also er sagt erstmal, das Objekt ist nicht beweglich. Der Sound, der kann variieren. Das stand ja auch so drin, dass der leiser lauter gemacht werden kann oder sich verändern kann, genau, während dieser Minute. Der Gegenstand kann das nicht. Der steht im Raum und kann dann nicht mehr bewegt werden. Ja. Weil, Punkt 2, da ist also ein Zauber, ein Level 1 Zauber, glaube ich, oder? Ja. Ein Level 1 Zauber. Silent Image. Das Silent Image. Und das Silent Image kann was? Das ist für bewegte, stille Bilder. Bewegte, stille Bilder, genau. Das heißt, deswegen muss die Bewegung ein Faktor sein, der nicht durch meiner Illusions möglich ist. Denn sonst würde man zum einen einen Level 1 Zauber, der mächtiger sein muss als der Cantrip, sozusagen schwächen. Und das ist sozusagen auch daran entsprechend dann die Regel, die den bricht in seinen Möglichkeiten. Genau. Die Bewegung ist kein Faktor. Ja. Und um das Ganze wirklich richtig realistisch zu machen, brauchst du ja schon Major Images, genau, in Stufe 3. Punkt 3, der Level 3. Ne? Ist eine Level 3, ja. Genau. Also du brauchst schon höherklassigen Zauber, der sozusagen das kann, was man sich eigentlich wünschen würde, dass meine Illusions das schon könnte oder was viele falsch auslegen. Denke, genau, ich. Ne? Ja. Also, ja. Gut, dass du den Typen rausgesucht hast, damit wir das nicht jetzt hier noch länger diskutieren. Ja, wahrscheinlich wurde das auf Reddit schon 100.000 Mal vorher diskutiert, was das für, genau, Möglichkeiten hat und sowas. Bis mal einer gesagt hat, fragen wir doch mal den Boy, der das erfunden hat. Ja, genau, weil er ist nämlich auch wirklich Lead Designer auf Player's Handbook und okay, wenn es einer wissen muss, dann er. Wenn er das Player Handbook entworfen hat, dann wird er wohl wissen, was er meinte. Ja. Genau. Nachdem wir das Ganze auch schon aus dem Weg geräumt haben, also quasi so die Kontroversen, die dabei entstehen können, auch die mathematische und die blödsinnige Frage mit der Bewegung, ja? Ja. Kommen wir dann zu den tatsächlichen Zauber. Oh, yay! Yeah. Ich mag Zauber. Ich auch. Gut, fangen wir mal an eigentlich mit dem Visuellen. Okay. Ja. Ich werfe mal einfach sowas in den Raum und dann eine Mauer beschwören oder verschwinden lassen. Einfach mal so. Also verschwinden lassen? Meinst du? Also ja. Oder ja, stimmt, das könntest du theoretisch auch. Oder um da durchzulaufen. Du könntest ja ein Abbild des eigentlich tatsächlich zu sehenden Raumes dahin, ja, haben, wie einen, genau, wie das ist wirklich Wandtapete. Dann sieht das so, dann denkst du, du läufst durch den Gang, aber rennst eigentlich gegen die Mauer. Ja, ja. Das wäre wirklich cool. Wenn du dann weiß ich nicht, du wirst verfolgt, schließt die Tür und castest auf die Wand daneben eben meiner Illusion, wenn es denn so möglich ist. Und der Gegner, der dich verfolgt, dann denkt, okay, boah, geil, da ist ein Freiraum und will da durchstürmen und läuft vor die Wand. Aber das geht nur aus der Richtung, aus der auch das Licht kommt. Ach so, ja. Weil der keine anderen sensorischen Effekte, du würdest nämlich die Mauer doch sozusagen wahrnehmen können, zumindest passiv, weil sie einen Schatten wirft. Außer die Lichtquelle ist hinter dir, dann wäre kein Schatten da. Genau. Genau. Dann müsste das ein anderer aus der Gruppe casten. Ja. Oder so. Aber das im Zweifelsfall, falls du gerade verfolgt wirst, um eine Ecke biegst, durch den Durchgang, zack, die Mauer. In der hektischen Situation. Ja, ich meine, der Regelfall ist ja auch, du erschaffst die Mauer, nicht andersrum. Und ob jemand darauf achtet, dass die Mauer keinen Schatten hat, wenn er jetzt gerade in der Verfolgungsjagd ist, halte ich auch für ein Gerücht. Ja. Ja. Ist natürlich auch ein super geiler Abgang, wenn du dann sagst, okay, da beschwörst du irgendwo eine Mauer und sagst, ich bin da mal raus und gehst eigentlich durch die Tür. Ja, und auch in der Gruppe total geil, wenn du wirklich vor jemandem fliehst und du hast dann einen Rogue in deiner Gruppe. Und dann kriegt er ja eben seinen Self-Bonus drauf, ne? Da wird jetzt auch das erste Mal der Satz des Pythagoras sozusagen. Entschuldigung, ist das zu sagen relevant? schneiden wir raus. Nein, lassen wir drin. Weil die Mauer muss ja keine Dicke haben. Das heißt, an der Stelle könntest du also die 5 Feet überwinden, weil du die kompletten 7 Feet im Satz des Pythagoras erreichen könntest. Diagonale, ja. Weil die Diagonale ist ja dann
möglich. Das könnte also eine etwas breitere Mauer sein, weil sonst hättest du ja Raum praktisch kippst. Nur die 5 Feet. Ja. Und es gibt ja Gänge, die breiter sind. Ne? Um das auszugleichen, hättest du sozusagen die Option, solange die gar keine Dicke hat, aber brauchst du ja nicht. Ist ja eine Illusion. Nein, nein, ist ja brauchst du nicht. Flaches Bild. Musst dann halt nur ein bisschen die Regeln dehnen, indem du den Kubus dann halt anders im Raum platzierst. Aber ja. Ja, aber ich finde nicht, dass das eine Regeldehnung ist, sondern das ist, es ist ein Cube. Warum sollst du nicht mit Mathematik da dran gehen? Ist die Frage, ob der Trottelcharakter in der Lage ist, die Überlegung vorzunehmen, aber der intelligente Magier, der kann sich doch durchaus mit Mathematik auskennen. Jo. Ja, aber auf jeden Fall, in dem Moment also, reicht man ja wirklich auch das, was man möchte. Entweder man lässt den da voll gegen die Wand ballern und sich mal schön so mit eine Beule hauen. Oder man gewinnt etwas Zeit, um sich vielleicht immer noch zu verstecken. Weil du könntest ja zum Beispiel sagen, ich erschaffe die Mauer, die anderen, die stellen dann fest, okay, das ist gar keine echte Mauer und hinter der Mauer erschaffst du ein Objekt, in dem du dich versteckst. Ja, ist dann aber auch die Frage, ob du die beiden Objekte gleichzeitig erschaffen kannst. Ja, aber das ist doch kein Konzentrationszauber, oder? Nee, stimmt. Ja, dann geht also dann es beides. Die Sache ist halt nur, dass es beides nicht länger als eine Minute hält. Und wenn die erstmal gemerkt haben, dass du mit Illusionen um dich schleuderst, dann sind sie eventuell etwas vorsichtig, was Objekte dahinter sind, die vorher nicht da waren. Das ist aber auch nur zum Beispiel in einem Schloss oder sowas relevant, wenn die dich durch eine Stadt verfolgen, wo sie nicht jede Gasse auswendig kennen. Ja, aber wenn du dann auf Snake machst. Wenn du das castest und ich sag mal, du, die Gegner stehen davor und dein Barbar kloppt einfach, springt durch die Illusionswand auf die Gegner zu. Er sieht ja selber eigentlich auch nichts, ne? Dadurch. Nö. Aber, also dann, oder irgendeinen anderen Angriff machst, stimmt, außer einfach dadurch. Wie sieht das eigentlich von der Rückseite aus? Ja. Siehst du von der Rückseite praktisch spiegelverkehrt dasselbe Bild? Ich würde auch so sagen, dass du auf jeder Seite halt eben diese Illusion. Ich meine, gut, du weißt, dass das eine Illusion ist. Du musst das also nicht mehr, du musst nicht mehr darauf werfen. Das heißt, für dich wird das ja sowieso leicht transparent. Ja. Ach so, ja, gut, stimmt. Genau, wenn dann deine Gruppe weiß, dass das eine Illusion ist, dann kannst du ja wirklich das casten und die Gegner, die davor stehen, die sind halt, die werden überrascht vom Angriff. Und deine Gruppe wird nicht überrascht davon, sondern du hast dann Advantage oder sonst was. Genau, also du kannst dann ja auslegen, wie du willst. Genau. Das beantwortet immer noch nicht so ganz, wie es von der anderen Seite aussieht, aber ja. Ja, ich schätze mal, das wird genau das gleiche Bild spiegelverkehrt sein. Ja. Aber wo wir jetzt schon waren, irgendwo bei Löchern durch eine Wand verschwinden zu lassen. Was ist, wenn man vorher eine Brücke zum Beispiel einstürzen lässt oder ein Loch in eine Brücke reinmacht, legt die Illusion darüber. Ja. Um eine Trittfalle sozusagen zu legen. Das ist richtig. Also solange dann praktisch das Loch nicht größer ist, als die 5 Feet, weil die ganze Brücke wegzuhauen, dann hättest du das Problem, dafür reicht der Zauber nicht. Ja, aber für ein Loch in der Brücke. Und dann fallen die Leute darunter. Oder im Boden. Ja. Oder im Boden. Ja, im Boden. Ja. Du kannst natürlich auch Fallen verstecken. Genau, alles mögliche verdecken damit. Ja, das ist wirklich richtig gut. Super gut eigentlich, um zu fliehen oder um Leute in die Falle zu locken. Mhm. So viele verstauchte Knöchel, weil die alle nicht sehen, dass es da plötzlich so ein genau, Schritt tiefer geht. Ja. Oder eine Treppe verschwinden lassen. Oh. Okay, ist jetzt, ja, klar, wenn du nicht weißt, wie der Gang aussieht, dann denkst du möglicherweise durch die Abbildung, der Gang geht einfach weiter, ich latsche jetzt weiter geradeaus genau, und dann fällst du plötzlich. Treppe. Du verlängerst einfach die, innerhalb dieser 5 Meter, sind ja 1,50 Meter ungefähr, verlängerst du das ein bisschen nach vorne, sodass die Illusion der Treppe erst später ist. Und ja, dann so ganz leicht versetzt, so richtig fies. Dass du, ja. Ja. Ja, ihr seht schon, da kann man richtig böse Sachen mitmachen. Ja, oder Chaos anrichten. Okay, Chaos? Ja. Chaos mag ich. Ja, wer mag das nicht? Oscar liebt Chaos. Das Imperium mag kein Chaos. Stimmt. Los, Chaos. Ja, wenn man jetzt schon so gedacht hat, dass man Löcher in den Boden da verschwinden lassen kann, was ist, wenn man jemanden auf Kreuz legen möchte, lässt die Illusion von einem Stuhl. Das passt definitiv in 1,50 Meter rein. In der Bar. In der Bar. Ja. Oder, und dann lässt man ihn schön drauf sitzen. Da ist aber gar kein Setz Stuhl. Setz dich zu mir.
Kann okay, man jetzt weiß ich, was du mit Chaos meinst. Ja, okay. Ja, dann kann man chaotische Anwendungsmöglichkeiten, das ist sehr gut. Das brauchen wir. Und für RP halt richtig geil. Ja, ne? Richtig, ja, geil. Leute reinfallen lassen mit sowas, um die lächerlich zu machen oder um die abzufacken. Auch wenn du ja. so, du hast so einen erklärten Feind, ne? Jetzt kein Todfeind, du willst dich nicht mit dem Tod kloppen, aber so ein Konkurrent. Und dann lässt du den immer wieder mit so einem Mist irgendwie auf die Nase fallen. Ja, oder du veräppelst deine Gruppenmitglieder einfach. Ja. Einfach nur, um innerhalb so deiner Gruppe so ein bisschen Spaß zu haben. Richtig Chaos mit veranstalten. Ja. Oder überlegt mal, der Tavern Brawl ist schon im vollen Gange. Einer guckt sich nach einer improvisierten Waffe um, ihr lasst da so einen Stuhl. Der greift da gerade, um den irgendwie über den Kopf zu... greift durch den Stuhl. Stuhl durch. Dann ärgert er sich aber. Oh ja. Oh ja. Vor allem kann das passieren, dass er dann genau mal einen drüber kriegt. Ja. Also das ist doch schon ziemlich ja, chaotisch. Oder auch wenn du, überleg mal, du setzt dir mal kurz die Maske von einem anderen auf, mehr oder weniger. Du lässt das Gesicht von einem anderen im Raum in deiner Gesichtshöhe entstehen und gehst dann mit dem Kopf so direkt da rein. Dass das so aussieht, als würde sein Gesicht sich verändern, oder wie meinst du? Ja, als ob du die so praktisch als Maske über dein eigenes Gesicht... Ja, also zumindest aus der einen Perspektive, als du anfängst, das zu casten, geht es. Ich glaube, auf größere Distanz kann man durchaus Leute damit reinlegen. Ja. Wenn du direkt vor denen bist, dann ist ja die minimalste Bewegung statisch. Da wird man es sehen, aber mit ein bisschen Abstand. So eine Wache täuschen, die so 50 Feet weit entfernt ist oder sowas, klar. Erst das Gesicht erscheinen lassen und damit die Stimme mit dem nächsten Zauber. Stimmt, du musst ja eigentlich nur 6 Sekunden warten, dann könntest du praktisch gleich die Stimme hinterher jagen. Du musst zwar sehr unbewegt sein, es sieht etwas unnatürlich aus, aber in der richtigen Situation. Ja. Ja. Können? Sehr viel Spielraum. Ja. Kannst du viel mitmachen. Ja. Aber kannst du auch durchaus beim Gegner Chaos mit anrichten oder auch in der Stadt dann Schabernack eigentlich tragen. Fällt mir auch ein. Überleg mal, ihr geht so schön durch die Stadt, sucht einen Schneider oder sowas oder und du willst deine Gruppenmitglieder ärgern, die gehen so und da oben ist so ein Schild vom Schneider und du siehst, machst so zack, Schmied. Ja. Also wie ich schon meinte, eigentlich hat der Zauber super viel Potenzial, um deine eigene Gruppe zu veräppeln. Ja. Halbling Dance Pole Station oder so. Ja, genau. Mit dem Move the Rock. Irgendeiner aus deiner Gruppe hat dich letztes Mal geärgert und dann nervst du ihn jetzt die ganze Zeit. Lässt du in die Frauentoilette rennen. Ja, genau. Auch richtig. Ja, komm, willst du eine Stadtführung? Ich führe dich rum. Hier haben wir das. Ja, hier genau. Das am nächsten Tag sagt er dann, ja, ich gehe zum Schmied. Du weißt gar nicht, wo der Schmied ist. Oder du gehst dann halt, der geht dann zu dem Schmied, wo er denkt, das wäre der Schmied. Und das ist in Wirklichkeit, keine Ahnung, das Bordell oder so. Ja, genau. Blue Oyster Bar. Ja. Ja, wobei, wenn du so den Bürgermeister der Stadt reinlegen möchtest, um dann merkwürdige Situationen mit ihm zu erschaffen und dann haben ganz viele gesehen, wie der Bürgermeister am helllichten Tag einfach ins Bordell reingelaufen ist. Ja, stimmt. Weil er dachte, dass es ein Kinderkrankenhaus ist. Ja. Vor allem, wenn das so ein hohes Schild ist. Ist nur ein Schild, aber... Das weit oben ist, das müssen die Leute ja wirklich untersuchen, steht da ja, ne? Um das rauszufinden. Und im Vorbeilaufen wird da ja keiner spezifisch was untersuchen. Nein, und vor allem, wenn so ein Ladenschild ist... ist das durchaus noch statisch. Mhm. Also, Oder wenn du wie beim Herrn der Ringe gesucht wirst von den Ringgeistern, die sind im tänzelnden Pony. Und dann veränderst du einfach das Schild, ja, dann die Ringgeister. Oh, ne, hier ist ein tänzelnder Pony. Kein tänzelndes Pony, Hobbits. Ja, genau. So kann das nicht sein. Haben uns vertan hier. Wenn man jetzt eine Stadt hätte, die tatsächlich schon Straßennamen hat und Straßenschilder, könntest du natürlich auch jemanden mega durcheinander bringen damit. Ja. wo finde ich den? Evergreen Terrace. Zack! Elm Street. Von Findet Nemo zu Freddy Krüger, sehr gut. Genau. Ja. Oh, das ist wirklich cool. Ja. Aber auch wirklich, könnte man auch seinen eigenen Tod eigentlich mit vortäuschen. Fällt mir jetzt gerade ein, wenn man auch schon so die Leute so in die Irre führt. Ja, es gibt mit Sicherheit Situationen, die du da erschaffen kannst. Und ich denke mal, du springst von der Klippe, lässt dich unter langsamer Fall irgendwie oder Feverfall und dann unten, wenn du aufschlägst, lässt du so eine, man muss die Position so verändern, dass es innerhalb des Würfels passt, aber dann könntest du deinen Körper erscheinen. Ja, aber du könntest ja das Bild, das muss ja was weiß ich, nur 1-2 Meter praktisch unter der Klippe sein, dass du dann erschaffst von einer Leiche, die da unten liegt, während du dich selber da drunter bewegst. Ist natürlich wieder die Perspektivik das Problem, dass das halt ein statisches Bild ist. Wobei spricht eigentlich was dagegen, sozusagen mehr
Perspektive zu erschaffen, indem du gebeugte Bilder erschaffst, weil sie müssen ja gar nicht flach sein. Nö, nö. Dass du so, man könnte optische Illusionen sozusagen ein bisschen mit reinziehen. Du kannst doch auch wirklich nur den, sag ich mal, wenn du jetzt einen riesigen Barbarentypen da hast, dann nimmst du halt nur den Oberkörper davon oder so und castest aber die Illusion so, dass es aussieht, als wäre er unten abgetrennt worden. Ja, ne? Oder dass er mit dem Kopf über reingejumpt ist und du siehst nur noch die Beine. Ja, genau. Das geht ja auch. Ja. Von weitem weg sieht das dann für die Leute erstmal so aus, als wäre der in die Hälfte geteilt. Ja, also nach unten kannst du natürlich auch einfach die Leiche hin. Ne? Wenn du so viel Abstand hast, dass du die Perspektive nicht mehr wahrnehmen kannst. Wie weit wirkt der? 30 Feet. 30 Feet, okay, ja, gut, das ist jetzt kein super tiefer. Wobei 30 Feet ist trotzdem noch tief genug, wenn man es halt 10 wirklich Meter. Einigermaßen flach über dem Boden macht, 10 Meter tief zu gucken. Das ist jetzt keine Schluchtweite oder so. Nein. Sondern eher wirklich so. Wobei, vom Haus. Du musst ja nur 30 Feet weit weg sein. Die ja, du kannst die Schlucht, stehen, ja. Wenn da das genug Abstand ist, wenn du jetzt erstmal mit Featherfall dafür gesorgt hast, dass du 120 Feet nach unten geschafft hast und dann musst du noch die letzten 30 ausgleichen, wird das ja schon reichen. Ja. Definitiv. Ja. Da kommt auch wieder, aber ich glaube, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, auf das, den Ton-Soundeffekt. Yeah. Damit machen kannst, ne? Das passt Bilder, natürlich ne? auch. Ja, yeah. Sound kommen wir noch. Wir sind jetzt erstmal bei den visuellen Sachen und dann kommen wir gleich zum Ton. Ja, einfach nur dafür, dass du weißt. Ich wollte einfach mal klatschen. Ja. So, aber beim Blick auf die Zeit mussten wir jetzt feststellen, dass es schon eigentlich wir wieder bei unseren 20 Minuten sind und die Videos sollen ja auch nicht viel länger werden. Deshalb gibt es den Rest im nächsten Teil. Bis dahin, eine schöne Woche und tschüss!